die Stiftung Warentest 16 Messenger-Apps getestet. Nur 4 erhielten die Note gut. Spitzenreiter ist Signal mit der Gesamtnote 2,3. Die App überzeugte durch eine gute Verschlüsselung und leichte Bedienung. Den zweiten Platz teilen sich Wire, Viber und Skype mit der Note 2,5. Wire und Viber wurden als sehr gut für Nachrichten eingestuft. Skype punktete bei der Videotelefonie, bekam jedoch Abzüge bei der Verschlüsselung. Den dritten Platz teilen sich der Marktführer WhatsApp und Line. Sie erzielten die Note 2,6, was einem befriedigend entspricht. WhatsApp wurde dafür gelobt, dass es standardmäßig eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet. Allerdings sammle die Anwendung auch massenhaft Nutzerdaten, von denen sie manche mit dem Mutterkonzern Meta teile. Die Tester empfehlen daher Signal, das funktional besser sei und mehr Sicherheitsoptionen habe. Außer bei Wire fanden sie bei allen Apps Mängel in der Datenschutzerklärung. Deshalb schnitt kein Messenger mit der Note sehr gut ab.